Demonstranten zum Reichstagsgebäude aufmachen und versuchen, dieses zu stürmen, einen Sicherheitsbereich durchbrechen und dann hier Fahnen schwenken vor dem Reichstagsgebäude. Wir sehen auch hier nochmal diesen kruden Misch. Wir sehen eine Fahne aus der Türkei. Wir sehen die Reichskriegsflagge und wir sehen, wie es die Menschen wirklich bis wenige Meter vor die Tore des Reichstags schaffen. Sie sind auf den Treppen, auf den Stufen, wehen mit ihren Fahnen. Und ja, am Ende ist es nur noch diese gepanzerte, gesicherte Glastür, die sie davor schützt, da einzutreten. Und einige wenige Beamte mit Schlagstock, die da in Position gehen, ein Stück weit auf verlorenen Posten kämpfen, die man da sicherlich auch nicht beneiden kann und möchte. Wir sehen, wie die Beamten noch mit dem Schlagstock vorgehen, um sich Platz zu schaffen und um die Leute davon abzuhalten, am Ende ist auch noch tatsächlich ins deutsche Parlament zu schaffen. Ja, wir wollen, Max, auch wirklich bei diesem Video bleiben. Unglaubliche Szenen, die wir hier sehen, wie die Demonstranten versuchen, das Reichstagsgebäude zu stürmen. Und sie Less than 3% of you people read books. This is blasphemy. This is madness. This is Sparta. All type of knowledge ultimately means self-knowledge. There is no future. There's no such thing. It doesn't exist. I don't sleep. You don't sleep. I wait. Take some mushrooms and squeegee your third fucking eye. You gotta say, I'm a human being. I don't sleep. I wait. My life has value. The art of expressing the human body. Honestly expressing yourself. Now it is very difficult to do. You borrow my brain for 5 seconds and just be like, dude, can't handle it. Wow. And then what? What's the cure? Medicine? Make me like them? Oh my God, there is only this moment. Empty your mind. Be formless. Shapeless, like water. Be water, my friend. Running water never grows stale. So you gotta just be water, my friend. Yoga guy just weaponized flattery. I could see his day. Wing Chun, yoga, Pilates, English, Irish, yoga. I mean, like, what's... Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. You know, there's a handful of people actually run everything. That's true. It's provable. It's not a fuck. I'm not a conspiracy nut. It's provable. Handful, very small elite run and own these corporations, which include the mainstream media. Do you know who owns 96% of the entire media?